Wir sagen, dass unsere Stadt attraktiv sein soll und auch in vielen ist. Da steht aber ganz im Gegensatz dazu, dass wir aufgrund von finanziellen Möglichkeiten Jugendclubs schließen wollen. Dort geht eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen hin, die oft aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, die eigentlich keine Lobby haben, die sich aber da ein Zuhause geschaffen haben. Und ich finde es ganz verkehrt, wenn wir dieses damit beenden. Die jungen Menschen, die ja eben oft aus schwierigen Verhältnissen kommen, werden sich wieder ein Zuhause finden. Da bin ich überzeugt. Und zwar eins, was uns gar nicht gefallen wird. Denn ein Teil davon, weil sie oft ungefestigt sind, dann keinen Einfluss mehr haben, wird in das rechte Lager übergehen. Dort hat man Geld, dort versucht man, sehr hintergründig ein interessantes Kinder- und Jugendleben zu gestalten. Und unsere jungen Menschen wissen gar nicht, was da eigentlich auf sie zukommt und was mit ihnen gemacht wird. Deswegen appelliere ich an euch alle und besonders an unseren Oberbürgermeister, gut zu überlegen, ob wir nicht für unsere jungen Menschen eine Jugendarbeit aufrechterhalten sollten. Denn das Leben der Kinder und Jugendlichen ist nicht nur in der Schule. Da ist ein großes Teil Freizeit. Und auf das sollten wir Einfluss nehmen. Danke.